Grüß Gott und herzlich willkommen beim GPS-Radler. In diesem Video zeige ich dir, wie du an die Anschlüsse vom Shimano EP8 Motor rankommst und gebe dir Tipps zum Anschluss von Licht und Zubehör. Viel Spaß damit! Für Reparaturen oder das Nachrüsten von Licht und Zubehör musst du an die Anschlüsse vom Motor rankommen. Für den Shimano Steps EP8 Motor zeige ich dir da jetzt mal die einzelnen Schritte am Beispiel von dem Rose Backroad Plus Rad. Bei Shimano ist sehr komfortabel, dass du die Kurbel nicht abmontieren musst, einfach zur Seite drehen und dann kannst du die Kunststoffabdeckung abschrauben. Da verwendet Shimano leider Kreuzschrauben, die ganz leicht rund werden, wenn du nicht wirklich sauber drauf bist. Also nutz wirklich einen PZ1 Schraubendreher und dreh die Schrauben mit Gefühl raus. Um dem Problem mit den ausgelutschten Kreuzschrauben aus dem Weg zu gehen, ersetze ich die normalerweise gegen Innensechskant oder noch besser Torx-Modelle. Da passt eine ganz normale M3x6 Schraube rein. Habe ich dir unten in der Beschreibung auch mal verlinkt. Hinter der Abdeckung findest du dann den großen Stecker, der führt zum Akku und zum Ladeanschluss. Dann gibt es noch das Anschlussterminal mit den dünnen Kabeln. Die sind nicht gesichert. Zum Rein- und Rausstecken gibt es da von Shimano zwar ein Spezialwerkzeug. Im Notfall tut es auch eine Spitzzange. Hauptsache, du ziehst nicht am Kabel. Die linken beiden Stecker sind die DI2-Anschlüsse. Da führt einer zum Display und falls im Rad verbaut, geht der zweite zur DI2-Schaltung. Dabei ist es egal, welcher Stecker wo drin steckt. Ganz rechts außen findest du den Stecker vom Speedsensor. Der hat so kleine Flügelchen dran und die verhindern, dass du den in einen Standard-DI2-Steckplatz reinstecken kannst. Oben drüber findest du die Plus- und Minus-Schraubklemme fürs Licht. Das ist natürlich sehr komfortabel, dass man hier keine Spezialstecker braucht. Einfach Kabel vom Scheinwerfer, Rücklicht und Zubehör festklemmen. Besser geht es mit verzinnten Litzen oder wie hier mit Aderendhülsen. Da kannst du dann bis zu 2 Kabel problemlos reinstecken und mit der Schraube festquetschen. Auch hier ersetze ich die M3x6 Schrauben gerne gegen Imbus bzw. Torx Schrauben. Bei Shimano muss der Lichtausgang über die Diagnosesoftware vom Händler freigeschaltet werden. Da hast du die Möglichkeit, dass du den Ausgang über die Lichttaste aktivierst oder dass der Lichtausgang dauerhaft an ist. Die offizielle Ausgangsspannung liegt bei 13,5 Volt, eignet sich damit also für 12 Volt Beleuchtung und Zubehör. In dem Diagnosetool kannst du die Lichtleistung noch bis maximal 2 Ampere einstellen. Und dann kannst du über die Restdauer noch eine Batterierestkapazität für die Beleuchtung einstellen. Das ist entscheidend, wenn das Rad nach STVZO sein soll, denn dann musst du ja noch eine Restbrenndauer von 2 Stunden sicherstellen. Wenn alles montiert ist und die Kabel sauber verstaut sind, kannst du die Kunststoffabdeckung mit den 3 Schrauben wieder befestigen. In meinen Augen hat Shimano da einen sehr guten Job gemacht. Du kommst ohne großen Aufwand an die Anschlüsse ran, musst also nicht die Kurbel entfernen. Die Kabel kannst du ohne Spezialstecker einfach so in Klemmen reinschrauben und auch die Stromversorgung mit maximal 2 Ampere ist wirklich sehr gut.
Mich würde mal interessieren, hast du an deinem Shimano Steps Motor schon Licht, Zubehör oder einen GPS-Tracker angeschlossen? Da würden mich mal deine Erfahrungen interessieren. Schreib die gerne unten in die Kommentare. An der Seite habe ich noch weitere spannende Shimano Steps Videos verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Matthias.